Servus Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Viele haben sich gefragt, was sind so aktuell die Einreisebestimmungen nach Ägypten? Und ich habe für euch extra recherchiert und kann euch Folgendes sagen. Wer geimpft ist, braucht keinen extra Test und kommt dann auch einfach durch die ganzen Flugkontrollen und kann dann auch ganz entspannt einreisen. Die nicht geimpft sind, sollten sich einen PCR-Test machen. Vor allem am besten in Deutschland und so ist es dann einfacher, da einzureisen. Bei uns war das so, also beim Einreiseformular, wir haben das vorweg schon ausgefüllt, ausgedruckt und hatten da am Ende gar keinen Stress so, haben es dann nur noch beim Flugpersonal abgegeben. Bei anderen war das dann so, die haben das dann im Flugzeug bekommen, eine Stunde vorher und die haben dann alle angefangen zu kramen und so, also ich fand es stressig. Ich weiß nicht, wie das die anderen so empfunden haben. Ich kann es euch natürlich empfehlen. Ihr könnt es so machen wie wir. Aber ihr könnt es auch in vielleicht eine Stunde vorher im Flugzeug auswählen. Also ganz entspannt. Und was vielleicht noch wichtig sein könnte bei der Ausreise, müsst ihr natürlich auch nochmal schauen. Okay, was sind die Einreisebestimmungen in Deutschland? Was muss ich vorzeigen? Muss ich wieder mir einen PCR-Test besorgen? Ja, das musst du. Und was muss ich ausfüllen? Ganz wichtig, du musst, wenn du geimpft bist, deinen Impfausweis nochmal als Screenshot da anmelden. Beziehungsweise du musst es da reinschicken und ganz wichtig, immer wieder dabei haben. Vor allem bei der Passkontrolle musst du den nochmal zeigen. Ganz wichtig, Freunde, denkt alle nochmal an das Visum. Das könnt ihr entweder online beantragen oder halt vor Ort machen. Wir wurden von TUI bis in Hops genommen. Wir haben 28 Euro gezahlt pro Person. Und hätten wir da uns nicht an die TUI-Schlange angemeldet, sondern ein ganz normales Visum beantragt, dann hätten wir nur 25 Euro gezahlt pro Person. Aktuell ist der Preis bei 25 Euro. Alles, was teurer ist, ist halt unnötig und falls ihr es online macht, da habe ich die Preise leider nicht gecheckt, müsste aber jedoch auch so um die 25 Euro sein. Wenn es mehr sein sollte, dann wartet es ab und zahlt es dann lieber vor Ort. Ihr werdet ja schon irgendwie reingelassen, so ist es ja nicht. Ich fand es, um echt zu sein, recht chillig, so in Ägypten anzukommen. Das war dann so, oh, okay, von kalten Deutschland dann ins warme Ägypten, würde ich mal sagen, hat mir auch ganz gut gefallen. Einreise war wirklich einfach und ich hatte da anfangs keine Probleme, nur bei der Ausreise gab es einen kleinen Vorfall, den könnte ich euch ja nochmal erzählen. So sieht dann eine typische Ausreise aus Ägypten und du willst dann in dein Flugzeug steigen. Wir wurden mindestens 3-mal kontrolliert, also Handgepäck und Männer und Frauen wurden getrennt nochmal kontrolliert. Und bei einzelnen Fällen wurden dann die Handtaschen, das Handgepäck nochmal kontrolliert. Und ich fand es krass, so auch so Schuhe musstest du ausziehen. Manche wurden dann nochmal separat in eine Umkleide gebracht und so. Ich weiß jetzt nicht, ob es wirklich ein Sonderfall war. Aber alle die mit uns dann im Hurghada Flughafen waren, wurden dann ein bisschen explizit kontrolliert. Fand ich schon krass, aber okay, das sind deren Sicherheitsvorkehrungen, sollen die halt so machen, wie sie denken. Alles okay. Dann, so langsam, als wir dann unser Gepäck abgegeben haben, hat sich dann einer mein Perso bzw. mein Reisepass genauer angeschaut und war der Meinung, nee, das ist der nicht. Der Typ, der auf dem Reisepass ist und der auf dem Perso ist, das ist nicht die ein und dieselbe Person. Ich war einfach baff, ich war so, ey, willst du mich gerade verarschen? Ich habe dem meinen Führerschein vorgelegt, ich habe dem meinen Impfpass gezeigt, ich habe alles, wo mein Name drauf stand, gezeigt und der Typ wollte mir einfach nicht glauben. Ich dachte mir so, scheiße, was ist, wenn ich nicht nach Deutschland einreisen könnte? Ich habe wirklich einen Schock bekommen. Klar, das ist jetzt übertrieben gewesen, aber ich war einfach nur verängstigt auch in der Hinsicht, so, okay, scheiße. Der will mich jetzt nicht einreisen lassen, nicht, also ich komme nicht weiter beim Check-in. Dann hat er einfach ein Sicherheitspersonal geholt und dann kam noch sein Abteilungsleiter oder so, die haben sich alle nochmal meinen Pass angeschaut und ich sollte nochmal meine Brille vor den aufsetzen, sau komisch. Aber
Ich weiß dir, das war so eine Hektik, die war so unnötig. Aber danach kam ich auch ordentlich durch und danach gab es auch gar keine Probleme mehr. Nur die Sicherheitsvorkehrungen sind da echt anders. Da ist alles so, keine Ahnung, hektisch und die sind dann auch, viele waren genervt. Beim Flugpersonal dachte ich mir auch so, okay, ja, in Deutschland geht es mir dann doch deutlich besser und ist dann auch angenehmer mit den Leuten rum als hier in Ägypten. Ja. Das dazu, meine Freunde. Ich hoffe, euch hat meine kleine Erfahrung ein bisschen weitergebracht, beziehungsweise ging es euch genauso bei der Ausreise. Und ich hoffe, wenn ihr das erste Mal in Ägypten dann ankommt, dass ihr dann halt auch ordentlich was erlebt, nicht nur ein Hotelurlaub. Es ist auf jeden Fall auch sicher in Ägypten. Genießt die Sonne, habt Spaß, macht so Touren und so. Es macht auf jeden Fall richtig, richtig Bock, sowas zu machen. Ich wünsche euch viel Spaß beim nächsten Trip nach Ägypten, Hurghada, Kairo, wohin ihr auch immer fliegen möchtet. Und bleibt gesund. Wir sehen uns in einem anderen Video. Ciao, ciao, eure Tigers.